Herzlich willkommen bei Backpackers Guide to the World. Das heutige Video heißt Frisch vom Gleis und dabei geht es um den Mekong-Markt in Thailand. Dieser Markt ist direkt über Schienen gebaut. Das heißt, wenn man darüber läuft, läuft man auf den Schienen. So chaotisch wie dieses Video ist, so geht es auch tatsächlich auf dem Markt zu. Überall riecht es nach verschiedensten Sachen. Es wird Obst, Gemüse, aber vor allem auch Fisch und Fleisch verkauft. Ein Signal erinnert die Verkäufer an den Zug. Und schon beginnen alle damit, ihre Waren in Sicherheit zu bringen. Das passiert auf ziemlich interessante Weise. Teile der Stände werden nach hinten geklappt und zu hohe Waren werden sogar auf dem Boden verteilt. Der Markt befindet sich in der Nähe von Bangkok auf dem Weg zu den berühmten Floating Markets und kann so mit einem Besuch von diesen wunderbar kombiniert werden. Da der Zug allerdings nur 8-mal am Tag kommt, sollte man sich vorher informieren. Der Markt für sich gesehen ist aber auch schon sehr interessant und zählt zu den größten in Thailand, was frischen Fisch angeht. Übersetzt man den Namen des Markts aus der thailändischen Sprache, so entsteht der Name Umbrella Pulldown Market. Ich glaube, ihr könnt schon nachvollziehen, warum der Markt diesen Namen trägt. Ich schätze, dass der Zug circa einen halben Meter an mir vorbeifuhr, als ich dieses Video gemacht habe, also ganz schön nah. Deshalb ist dieser Markt auch nicht ganz ungefährlich, doch von Unfällen oder so wurde mir nicht berichtet. Auch wenn ein Zug einen halben Meter an dir vorbeifährt, keine Panik. Ich hoffe, dieses kurze Video hat dir gefallen und falls du mehr Lust auf Videos von meinen Reisen hast, schau doch mal auf meinem Kanal vorbei.